Dass das Areal um die sächsische Krone am letzten Sonntag im April zum Mekka für Laufbegeisterte wird, hat Tradition. Und mit 50 Veranstaltungen kann man schon mal von Tradition sprechen. Allemal dann, wenn schon bei den 49 Veranstaltungen davor 16.736 Läufer an den Start gingen. 2018 lockte der Schönbacher Straßenlauf 845 Freunde des Laufsports an den Start. Pünktlich 8.35 Uhr fiel der Startschuss für den gemeinsamen Start der 8- und 16-Kilometer-Läufer. Mehr als 160 Läuferinnen und Läufer starteten über die langen Distanzen. Die Strecken führten durch den Glastener Forst. Bei der Streckenauswahl für die langen Distanzen war den Organisatoren diesmal der Sachsenforst behilflich, eine sichere Route zu gewährleisten, denn Friederikes Schatten fielen auch auf dieses Event. Die Läufer der langen Distanzen starteten zwar gemeinsam, aber in unterschiedlichen Richtungen. Die Starter über die 16 Kilometer absolvierten erst zwei 1000-Meter-Runden durch den Ort, vorbei an der sächsischen Krone und dann ging es auf die Strecke. Während die Läufer durchs Schönbacher Land streifen, schauen wir in die Vita der Veranstaltung. Eine Ahnentafel hilft. 1967 als Radrennen aus der Taufe gehoben, erwies sich der Kurs für die Fahrer als zu gefährlich und es wurde daraus eine Laufsportveranstaltung, der Rudi Arndt Gedenklauf. 1991 bis 92 bekam er den Namen Schönbacher Herbstlauf. Heute ist der Schönbacher Straßenlauf ein Festival des Hobbysports. Und das ist nur möglich, weil 60 bis 70 Freiwillige das Organisationsteam unterstützen. All die Zahlen erfahren die Besucher von Joachim Burschert, inzwischen selbst schon Teil des Kultes. Moderator und Motivator mit Spaßfaktor. Spaß gab es zuhauf an Start und Ziel. Nach den ersten Läufern gingen die Vierfüßler, wie Joachim Burschert die Nordic Walker nannte, an den Start. Zwischen der 4- und 12-Kilometer-Strecke konnten sie wählen. Nach den Vierfüßlern machte sich der Tausendfüßler Krümel startbereit. Für ihn standen die Krümelläufe der Mädchen und Jungen an. 300 Meter lang ist die Strecke. Mit den Kindern gingen zur Unterstützung auch einige Eltern und natürlich Krümel mit auf die Strecke. Manche von ihnen übernahmen auch eine tragende Rolle. Unter den 26 verschiedenen Läufen in allen Altersklassen zwischen 300 Meter und 16 Kilometer gab es auch eine Schnuppermeile für die ganze Familie. Auf den Teamgeist kommt es in Schönbach an, besonders bei den Staffelläufen. Hier waren die Mädchen und Jungen der Altersklasse 12-13 und 14-15 die ersten auf der Strecke. Während die Staffelläufe im vollen Gange waren, kamen die 8-Kilometer-Läufer ins Ziel. 30 Minuten und 45 Sekunden brauchte der Schnellste und der hieß Falk Schneider. Nach einer Stunde und 26 Minuten waren alle 92 Starter im Ziel, der Älteste über 80 Jahre. Beim Lauf über die 16 Kilometer war es Vorjahressieger Michael Voss vom SC DHFK, der nach 59 Minuten und 54 Sekunden als erster der 40 Starter ins Ziel lief. Die Siegerehrungen nahm Sponsoren der Veranstaltung bzw. Landrat Greichen und der Landtagsabgeordnete Kirmes vor. Natürlich werden in Schönbach nicht nur die Sieger geehrt. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde. Die drei Erstplatzierten jedes Laufes bekamen eine Medaille und Sachpreise. In den Staffelwettbewerben gab es für die Siegermannschaften obendrein einen Pokal. Beim Schönbacher ist vieles möglich. Gerade eben noch beim Zieleinlauf der 8- und 16-Kilometer-Läufe tätig und kurze Zeit später schon am Start über die 3000-Meter-Distanz. Gemeinsamer Start der Altersklassen im 14 zu den Männern. Das heißt Jahrgang 04 und älter, natürlich getrennt gewertet. Schnellster über die Distanz war mit 10 Minuten 4 Sekunden Richard Vogelsang aus Markkleeberg. Für sie ging es nicht um schnelle, aber gute Zeiten. Laufen in Eintracht, das Wortspiel musste sein. Auch wenn zum 50. kein Streckenrekord fiel, mit dem Teilnehmerrekord von 845 Läufern, Temperaturen über die 20 Grad und Gästen wie Bulli, das Maskottchen von RB Leipzig, dürften der SV Eintracht Sermut, das Organisationsteam des Laufes und auch der Eismann mehr als zufrieden gewesen sein.